Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Am Arbeitsplatz gilt jetzt die 3G-Regel. Die Vorgaben gelten für alle, die laut Arbeitsgesetz als Beschäftigte definiert sind, also alle Arbeitnehmer, Beamte und auch Soldaten. Die 3G-Regel schließt nicht nur Büro oder Werkhalle ein, sondern auch Lagerräume, Kantinen und Unterkünfte. Ungeimpfte benötigen einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest, der in einem Testzentrum oder einer Arztpraxis gemacht wurde. Selbst vorgenommene Schnelltests gelten nicht, es sei denn, sie werden im Betrieb durchgeführt. Ein Anrecht auf Zuschüsse von Arbeitgebern für die Tests gibt es nicht. Allerdings müssen diese Homeoffice anbieten, wenn das möglich ist. Die Arbeitgeber müssen die Einhaltung kontrollieren und das jeden Tag. Werden Corona-Tests bei Ungeimpften im Betrieb vorgenommen, muss das unter Aufsicht geschehen. Kommt der Arbeitgeber seinen Kontrollpflichten nicht nach, drohen ihm Strafen. Falls ein Mitarbeiter nicht zur Einhaltung der 3G-Regel bereit ist, kann ihn der Arbeitgeber nach Hause schicken und für diesen Tag den Lohn verweigern, wenn er die Tätigkeit nicht auch im Homeoffice erledigen kann. Im Wiederholungsfall kann dies sogar zur Kündigung führen. Datenschutzbedenken haben bis zuletzt für Diskussionen gesorgt. Nun darf der Arbeitgeber die entsprechenden Daten erheben, aber nur für 6 Monate speichern. Er muss außerdem sicherstellen, dass die Daten nicht an Dritte gelangen können.